Ich sage es euch, der Tag ist endlich gekommen. Endlich werden wir diese Dungeon-Expedition abschließen und zurück ins Paradies gelangen. Oder es stellt sich heraus, dass ich in einer ewigen Zeitschleife festhänge und für immer verdammt dazu bin, hier beim Riesengletscher rumzuhängen. Ich hoffe eher, das Erste trifft ein. Wir gehen in den Dungeon. Willkommen allerseits zurück bei Pokémon Mystery Dungeon Portale in die ewige Eisunendlichkeit. Ich habe keine Ahnung, wie weit es noch dauert, bis ich Gladiantri den Belebersamen abgeluchst habe. Doch allzu lange kann es nicht dauern. Für den garantiert bevorstehenden Bosskampf muss ich diesen Samen haben. Weiterhin sind auch Dumisil und Viridium auf ihrer ganz eigenen Expedition. Wir laufen weiter mit Psyana und Nachtare durch die Gegend. So, und heute tut ihr beiden mir mal den Gefallen und lauft nicht permanent durch den ganzen Dungeon, ohne dass ich euch, naja, alles im Augen verliere. Sehr schön. Angriff ist gesunken, Erfahrungspunkte steigen und kein Wunderfeld weit und breit. Mebrana. Dich haben wir jetzt auch schon öfter hier gesehen. Yotsuba wurde nicht erfasst. Yotsuba, du bist hier die wahre Heldin. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Genau, um mich von Galapafluss besiegen zu lassen. Genau. Geh direkt in seine Nähe. Nein, Psyana, bitte. Bitte greif es nicht an. Es setzt Geduld ein. Psyana, bitte. Ja, Sandwirbel ist doch, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Oh nein, ey. Na, immerhin, ich bin nicht mehr verwirrt. Wir könnten doch mal... Gewissheit ist kurz davor aufzusteigen. Ja, das war doch gut. Vielleicht können wir die Attacke sogar vor dem Boss noch aufleveln. Wer auch immer der Boss nochmal war. Ich weiß noch, wir treffen hier ein bestimmtes Pokémon. Ein bestimmtes legendäres Pokémon. Ich meine aber, es war nicht der eigentliche Endgegner dieses Dungeons. Aber lassen wir uns mal überraschen. Nachtara hat... Oh, Nachtara, das hast du mal gut gemacht. Habe ich jetzt eigentlich den Belebersamen irgendwie... Nee, ich dachte, ich war wieder so in mein Getue hier vertieft, dass ich den Belebersamen aufgesammelt habe, ohne es überhaupt zu bemerken. Keifel, auch du? Ja, Gewissheit ist gegen dich leider nicht besonders gut. Dann machen wir ganz normal die Ackerfälle, die auch nicht trifft. Hat mich etwa der Sandvogel getroffen? Da ist schon wieder dieser Dungeon-Raum, der aussieht wie ein Gesicht. Aber hier sieht auch für mich inzwischen alles gleich aus. Warum? Nein, Psyana, komm bitte nicht wieder in diesen Raum. Begleite uns. Wir wollen nicht ohne dich die Expedition zu einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss bringen. Einen Reinsamen müsste ich noch in der Tasche haben. Ich glaube, wir machen es so. Ich mache noch diese Etage eben. Wir haben jetzt so viel rumgewuselt, da müssten wir jetzt eigentlich bald mal die Treppe finden. Und dann werde ich für die nächste Etage einfach den Reinsamen benutzen und zur Treppe springen. Ich gucke lieber, ob ich den habe, bevor ich hier große Töne spucke. Wo ist denn mein reiner Samen? Da ist er doch. Der mich ganz geschwind zur Treppe bringen wird. Und Psyana meint wieder auf eigene Erkundung gehen zu... Ich bin ganz ehrlich, es ist egal, um welches Pokémon Mystery Dungeon Spiel es geht. Ich bin immer am liebsten nur zu zweit unterwegs. Expedition zu dritt gehen in den meisten Fällen noch voll in Ordnung, doch zu viert wird's dann... Ich werde jetzt nicht groß auf die Suche nach Psyana gehen. Ich möchte einfach nur noch die Treppe finden. Und nicht schon wieder mich mit Galapafluss streiten müssen. Galapafluss! Warum? Es tut mir auch leid, dass ich jetzt gerade in den letzten paar Folgen so öfter mal am Meckern war. Wegen, naja, dem eigentlichen Dungeon Design. Und dass Psyana immer meint, ihre eigenen Regeln erschaffen zu müssen. Und all das. Es ist gerade wirklich ein bisschen zäh vom Spiel her.
Tiziana, was geht in deinem kleinen Psychoköpfchen vor? Wir standen direkt vor deiner Nase. Und du meinst, ach, der leere Raum da unten, den ihr gerade euch angeguckt habt. Genau, den schaue ich mir mal an. Könnte ja sein, dass ihr was da vergessen habt. Habe ich eigentlich irgendwas an euch seltsam eingestellt? Taktikwahl. Wir sind ein Team. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal mir nachsagen. Ich beschwere mich die ganze Zeit wegen Tiziana. Das Pokémon folgt dem Anführer und geht auf Gegner zu, wenn es diese entdeckt. Okay, das ist eine Sache. Doch, da war gerade kein Gegner. Das ist doch der Raum, nach dem ich mich so sehr gesehnt habe. Ab dafür, wir gehen nach oben. Eisblast E12. Und jetzt wird es Zeit für ein reines Item, einen reinen Samen, einen reinen Samen. So, ich muss gehen. Mein Planet braucht mich. E13, es hört einfach nicht auf. Ach, das ist mal wieder so eine kleine Nebenetage. Vielleicht sogar mal wieder mit einem kleinen Rätsel, das es zu lösen gilt. Das wäre doch mal etwas ganz Interessantes. Nur ein Gladiantri. Du hast mich nicht gesehen. Und du auch nicht. Ja, Nachtara, Psiana, habt ihr Mitteilungsbedürfnisse? Irgendwas, womit ihr gerade unzufrieden seid? Lasst es mich hören, ich will euch ein guter Teamanführer sein. Und Gladiantri ist einfach nur verwirrt. Wer bin ich? Was ist der Grund für mein Dasein? Denkt er sich. Egal, wir gehen weiter. Die Antwort lautet natürlich ja. Oh, Cutscene! Irgendwas passiert. Nanu? Hier ist es auf einmal so dunkel. Sind alle in Ordnung? Ja, alles bestens. Mir fehlt auch nichts. Aber... Zwirrt, zwirrt. Was könnte denn so ein Geräusch von sich geben? Was war das eben für ein Geräusch? Klingt, als würde jemand etwas über den Boden schleifen. Etwas? Oder vielleicht sogar jemanden? Leute, passt auf! Brüll! Nein! Es ist Gorgantes, der Gigant. Ah! Das ist ja riesig! Was ist das? Who is that Pokémon? Das Geräusch vorhin waren also die Schritte dieses Pokémon. Wir sind umzingelt. Sie greifen an. Ha, das macht nichts. Ich habe einen ganzen Belebersamen. Ich habe extra vorher geguckt. Und ich habe den anderen gerade nicht mitgenommen. Okay, ich fände es ganz gut, wenn du nicht permanent mich treffen kannst. Nimm erstmal das. Ah, du Miese! Ein Angriff und weg war er. Naja. Ich wollte eigentlich sagen, wir müssen besonders auf Yotsuba und Viridium aufpassen, da sie eben Pflanzentypen sind, aber nee, du Miese war hier das wahre Problem. An sich ist ja alles gut, solange Yotsuba und ich nicht besiegt werden. Also Yotsuba, du kümmerst dich um das Pokémon da unten. Das Phregometri, das du gerade besiegt hast. Sehr schön. Und jetzt treten wir alle Golgantz gegenüber. Stimmt. Da Psyana ja wirklich Teil meines Teams ist, ging jetzt dafür der Belebersamen drauf. Verdammt! Okay, ich will nicht unvorbereitet in die ganze Situation reinlaufen. Mich ist erstmal eine Sinnelehre. Ja, Sandwirbel ist gut, Nachtara. Nicht Intensität. Nein, alles nur nicht das. Habe ich noch einen... Ah, ich habe leider nichts mehr, womit ich den Gegner verwirren könnte.
Kaltklinge oder Aquavelle? Aquavelle könnte den Gegner verwirren. Kaltklinge ist vielleicht ein bisschen stärker. Oh, ja. Dumise, sorry, es sollte nicht sein, aber eine unbekannte Macht hat dich ins Leben zurückgeholt. Ging ja alles gut aus. Puh, irgendwie konnten wir sie vertreiben. Und plötzlich wird's kalt. Ist das ein Windstoß? Wind? Ja, ein Wind, der heißt, du musst noch mindestens 20 Etagen machen und dann erst kommst du wieder nach Hause. Nein, bestimmt nicht. Wind, sagst du? Wir sind hier in einer Eiskuppel. Wir befinden uns also im Inneren. Wie sollte da ein Wind wehen? Und woher? Kuppel hin oder her, der Raum ist riesig. Da kann sich die Luft schon mal bewegen, oder? Ich habe auch einen Luftzug gespürt. Es war aber nur ein schwacher Windhauch. Ich habe es auch gespürt. Mir scheint so, als würde es in diese Richtung wehen. Diese Richtung, wo noch 200 Etagen auf uns warten. Ja. Dann vermute ich doch mal, dieser Weg führt zum Gipfel. Wenn wir diesem Weg weiter folgen, finden wir vielleicht etwas. Gehen wir. Ich habe Angst. Ich habe Angst, was das Spiel mir jetzt sagt. Es sagt mir nur, eine weitere Cutscene steht an. Okay. Oh oh, anscheinend ist Dumisel vorhin doch von uns gegangen. Und sein Geist ist noch gerade dabei, seinen Körper zu verlassen. Dumisel, alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Entschuldigt bitte, dass ihr wegen mir warten musstet. Jetzt sind alle am Keuchen. Puh. Ist das noch was? Seltsam. Wieso sind alle so außer Atem? Viridium! Leute! Wieso bekomme ich kaum Luft? Was ist nur mit mir los? Ich habe keine Ahnung. Nagi! Nagi! Dir geht es gut? Verstehe. Das freut mich. Aber der Rest kann sich kaum rühren. Das darf doch nicht wahr sein. Dabei sind wir so weit gekommen. Aber es ist zu anstrengend. Ich kann einfach nicht mehr. Plupp. Leute! Und ich habe keine Blebersamen mehr. Was soll ich nur machen? Und plötzlich Finsternis. Und dann wird es auf einmal auch noch ganz dunkel. Ah! Ist der riesig? Ist das ein Feind? Nein, das ist der Hausmeister hier. Ausgerechnet jetzt, wo alle außer Gefecht sind. Na gut, dann muss ich wohl alleine ran. Wo bin ich? Yotsuba! Leute! Hier haben wir doch vorhin schon gekämpft? Hat er etwa alle gerettet? Wer bist du? Mein Name ist Kyurem. Ich bin der Herrscher dieses Eispalastes. Kyurem? Kyurem? Jenes Pokémon aus alter Zeit? Der Kyurem? Ihr seid im Begriff, verbotene Wege zu beschreiten. Das kann ich nicht zulassen. Verboten? Der Ort ist von einer großen Macht erfüllt. So groß, dass selbst ich mich ihr nicht nähern kann. Ich habe vorausgesehen, dass ihr kommt. Der Augenblick, in dem ihr diesen Ort hier betreten habt, hätte eigentlich euer Schicksal besiegelt. Augenblick mal! Hast du gerade vorausgesehen? Hast du das gesagt? Soll das heißen, du wusstest, dass wir kommen, noch bevor wir es wussten? So ist es. Ich
weiß um alle Dinge, die noch sein werden. Was in jedem Landstrich passieren wird. Was überhaupt aus der Welt werden wird. All dies weiß ich bereits. Und hier, hier im Eispalast, habe ich über diese Zukunft gewacht. Das tue ich schon seit Anbeginn der Zeit. Dieses Pokémon? Dieser Kyurem? Er kann die Zukunft voraussehen? Er kann sehen, was aus der Welt wird? Ich lasse nicht zu, dass ihr weitergeht. Euer Abenteuer endet hier. Kehrt um! Verstanden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir hier umkippen würden. Ich gebe dir mein Wort. Wir gehen nicht mehr weiter. Aber verrate uns bitte eins. Wartet weiter vorne. Der Riesenkristall? Ja. Und es ist diese große Macht, die ihr Riesenkristall nennt. Die alles im Eispalast schweben lässt. Verstanden. Danke. Ich habe auch eine Frage. Ich vermute, dass ein Pokémon namens Keldeo hier war. Nein, er war nicht hier. Was? Er war nie hier? Ihr seid die ersten und einzigen Pokémon, die jemals hier waren. Es ist genug. Oh. Hast du dich in die Schatztruhe verwandelt, oder? Ha. Ihr seid stark und tapfer. Daher habt ihr es bisher geschafft. Dafür will ich euch loben. Vor euch liegt eure Belohnung. Bedient euch. Nehmt mit, so viel ihr könnt. Okay, und dann machen wir uns ganz fix aus dem Staub. Wir wollen ja den guten Kyurem nicht weiter stören. Keldeo hat es also nicht bisher geschafft? Was hat das zu bedeuten? Irgendwas muss passiert sein zwischen hier und dem Ort, wo wir das Frisma fanden. Seht ihr das auch so? Ich war mir so sicher, dass Keldeo hier war. Ich meine, er war stark genug, es allein durch den Riesengletscher zu schaffen. Was könnte ihn danach bloß aufgehalten haben? Das reicht jetzt. Viridium? Es ist natürlich schon sehr seltsam, dass Keldeo nie hier gewesen sein soll. Aber durch wildes Spekulieren werden wir nicht erfahren, was mit ihm passiert ist. Und die Nachricht, die Keldeo hinterlassen hat. Wir wissen nicht, warum sie sich nicht mit dem Brief deckt, den er mir geschickt hat. Viridium? Nein, Psyana, es ist nicht so, wie du denkst. Ich gebe nicht einfach so auf. Keine Sorge. Aber auf dem Weg hierher heute kam mir eine Erkenntnis. Keldeos Stimme aus dem Frisma. Sie gehörte eindeutig dem Keldeo, den ich gekannt habe. Der Keldeo, der den Brief geschrieben hat, mag vielleicht grausam gewesen sein. Aber der Keldeo, der ins Frisma gesprochen hat, das war der gute alte Keldeo. Als mir diese Erkenntnis kam, verstand ich es endlich. Seit ich diesen Brief von Keldeo bekam. Seit ich diese Worte gelesen habe. Seitdem habe ich nicht mehr an Freundschaft geglaubt. Aber die erste Person, die diese Zweifel bei mir hervorgerufen hat, das war in Wirklichkeit gar nicht Keldeo oder sonst irgendjemand. Nur eine Person allein ist verantwortlich für die ganzen Zweifel in meinem Herzen. Ich selbst bin es. Ich selbst verzweifelte, nachdem ich diesen Brief gelesen hatte. Nach der Lektüre entschied ich mich dafür, einfach alle Hoffnung aufzugeben. Ich alleine habe diese verbitterte Viridium geschaffen, die ihr kennengelernt habt. Es gibt noch viele Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Vielleicht finde ich ja irgendwann irgendwo noch die Wahrheit heraus. Ich habe mich entschieden. Ich möchte anderen wieder vertrauen. Versteht ihr das? Viridium! Viridium! Ich war die ganze Zeit über so unfreundlich zu euch.
aber euch alle kennenzulernen und es gemeinsam bisher geschafft zu haben. Das hat mich wieder daran erinnert, wie es ist, anderen Pokémon zu vertrauen. Das habe ich nur euch zu verdanken. Und ich bin euch wahnsinnig dankbar dafür. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja großartig, Viridium. Ja, wir freuen uns für dich und für uns, dass du zu unserem Team gehörst. Also für Viridiums Erkenntnis alleine hat sich diese Reise schon gelohnt. Genau. Und wir haben es durch den Riesengletscher geschafft. Und den Berg aus Eis von innen gesehen. Wir haben ein Schloss aus Eis gesehen. Dieser Ort hier, er heißt Eispalast, nicht wahr? Und ich habe jetzt die Bestätigung, dass es den Riesenkristall wirklich gibt. Es ist allerdings schon schade, ihn nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben. Für mich waren die Frismen das Aufregendste an der Reise. Mein Frisma ist ab jetzt meine tollste Trophäe. Und ihr Molka bekommt auch eins. Na klar. Das wird ihn bestimmt freuen. Gut. Dann bleibt jetzt nur noch, die Schatzbox zu öffnen. Wehe, das Ding explodiert. Und die Heimreise anzutreten. Jetzt stelle man sich mal vor, man müsse den ganzen Weg, den man wirklich durch den Dungeon gegangen ist, auch noch manuell zurückgehen. Oh. Ja. Wenn wir hier noch länger verweilen, wird Kyurem vielleicht böse. Und ich erst. Nagi? Öffne du doch die Schatzbox, Nagi. Na los! Go, go, mach auf! Meine Hände zittern und drin ist... Badadada! Wow! Darin befindet sich ein Lebenssamen. Und Eisen. Und 5 Silberdorne. Und schwarze Schlüssel. Ist das jetzt eine richtige Schatztour oder ist das einfach nur ein Loot Crate? Golddetektor. 5000 Poke. Okay, das ist ganz okay, aber hat sich die Reise jetzt wirklich dafür gelohnt? Wahnsinn! Was für eine Ausbeute! Gut. Lasst uns jetzt nach Hause gehen. Also da arbeite ich lieber in der Knuddelluftgilde für einen Hungerlohn, als dass ich diese extrem mühselige Expedition auf mich nehme. Ja, ich habe am Ende mehr dabei rausbekommen. Aber der eigentliche Weg an sich war nicht so angenehm. Und ich bin froh, dass wir diese Expedition jetzt endlich hinter uns haben und uns mal wieder was Neuem widmen können. Vor allem mal anderen Dungeon-Layouts und Thematiken. Leute, das war's. That's all, folks. Unsere Abenteuer auf dem Riesengletscher... Unser Abenteuer auf dem Riesengletscher ist damit offiziell zu Ende. Wir nehmen jetzt die ganzen Schätze und all die schönen Erinnerungen mit nach Hause ins Pokémon-Paradies. Ah, das Pokémon-Paradies. Ich habe es so vermisst. Unser großes Abenteuer war ein voller Erfolg. Hurra! Yuppie-du! Darf ich speichern? Und so musste Nagi noch 10 weitere Videos aufnehmen, wie er sich zurück auf dem Weg zum Pokémon-Paradies macht. Nein, ging das Abenteuer auf dem Riesengletscher für Team Slayers zu Ende. Nagi und die anderen kehrten zum Pokémon-Paradies zurück. Dort erwarten sie schon ganz Raststadt und alle ihre Freunde im Paradies. Alle wollten die Geschichten vom Riesengletscher hören. Und so versammelten sich am Abend alle im Restaurant in Raststadt. Und lauschten den Abenteuergeschichten und staunten über die vielen Schätze. Sie feierten fröhlich bis zum nächsten Morgen. Ja, ich möchte den Spielstand speichern. Und dann sehen wir uns nächstes Mal mit einer neuen Staffel zu Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Ich nenne es jetzt einfach mal die dritte Staffel. Ja, für heute hatte ich in der Tat genug frostige Abenteuer, aber ich möchte auf jeden Fall weitere Abenteuer erleben in neuen Gefilden, neue Abenteuer, neue Bekanntschaften, neue aufregende Story-Elemente. Und wir sehen, 2 wirklich interessante Bosse stehen noch auf dem Plan. Wir können gespannt sein, wer da noch kommt, wer sich uns in den Weg stellt und wie sich die Geschichte noch entfalten wird. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, schaltet wieder ein, dann geht's wieder auf Dungeon-Erkundung. Bis dann! Ciao!